Hey, ciao zusammen, herzlich willkommen beim Rain Man in der Rappelkiste für ein nächstes Projekt, das dran heisst The Sojourn. Jo, hallo, das bin ich. Ja, es ist doch immer wieder mal schön, von dem ganzen Corona-Wahnsinn das ein bisschen zu entfliehen und mal wieder das Spiel in Angriff zu nehmen, The Sojourn. Ich kann ehrlich gesagt noch nicht viel dazu sagen. Ich habe nur bei meinen Lieblings-Game-Fachspezialisten worldofgames.ch gesehen, da ein Rätselspiel, diverse Rätsel, nicht ganz so einfache Rätsel, das ist vielleicht ein bisschen ungünstig für mich, aber ich habe gedacht, hey komm, das ziehen wir einfach mal, habe nicht allzu viel gelesen. So sieht das Ding aus. So, sieht man es? Ja geil, es ist fast durchsichtig. So, also was haben wir da hinten? Eine klassische Story rund um Licht und Finsternis. The Sojourn ist ein denkanstoßendes First-Person-Puzzlespiel zum Nachdenken, in dem du Parallelwelten aus Licht und Finsternis durchquerst und hinter die Kulissen der Realität schauen musst. Tönt doch fast wie The Witness, nicht? Ich rede nicht mehr allzu lang, wir greifen da neues Spiel. Tudalü. Bist du sicher? Yes! Yay, yeah, da sind wir dann auch. Also, The Sojourn, ein Puzzlespiel. Es hat vor ein bisschen gelegt, und mir jetzt aber nicht mehr so. Bewegen kann ich mich mit WASD ganz normal. Okay, das läuft. Und da ist also mal das erste Licht. Ich hoffe jetzt, dass es das ein bisschen den Weg gibt. Wieso schon wieder das Rätselspiel? Ich liebe einfach ein Rätselspiel. Das ist eigentlich relativ simpel. Die Atmosphäre ist schon mal ein Gefühlchen. Ich verstecke mich hier hinten, mach du mal. Okay. Also das Licht, ich hoffe jetzt mal, dass das Licht... Haben wir da rein? Wir können nicht ins Wasser, okay. Ich hoffe jetzt mal ein bisschen, dass das Licht so ein unser Kollege ist. Hoffe jetzt einfach mal. Wie wenn Dunkelheit dieser Kollege ist, dann ist etwas nicht so geil. Aber ich weiß auch noch nicht, was es mit dem alles auf sich hat. Also wenn es Licht kommt, dann baut sich schon mal so ein Zeug auf da. Und einen Rückweg gibt es keinen. Guni, was haltest du von dem? Sweet. Danke. Okay. Ja, die hohe Corona-Zeit hat mich... Pst. Wir öffnen hoffnungsvoll die Augen, aber erkennen nur, wie fremd unsere Welt ist. Geburt. Okay. Geburt, wie sind die? Also im Moment passiert noch relativ viel, ohne dass ich irgendetwas mache. Ich weiß nicht, ob das so positiv ist. Geburt, wieso haben die verbundene Augen? Hat das Kind auch verbundene Augen? Nein. Kinder keine verbundene. Aber sie haben so die Lichtdinger da, die fallen eigentlich gerade auf. Und verbundene Augen, wieso? Wieso haben die verbundene Augen? Mir ist noch aufgefallen, übrigens. So im Allgemeinen, sieht man, ja, das ist alles safe. Mir ist noch aufgefallen, dass bei mir in der Rappelkiste jetzt enorm viele Spiele, wo man einfach am Anfang irgendwo startet, ohne irgendwelche Hintergründe. Und das ist schon wieder so eins. The Witness war es so, Inside war das beste Game, bis jetzt je gespielt haben für die Rappelkiste. Wie hat es andere noch geheißen? Limbo, also immer so ein startet irgendwo, haben keine Ahnung, was läuft.
und müssen uns doch in den Weg zurückbinden. Okay, da hat es schon ein bisschen mehr Licht, aber gleich hat es da noch nicht die Lichtbümbels. Ja, Ding ja auch erst gerade. Ich habe den Namen vergessen. Das, was ich gerade vor dem Live war. Journey, natürlich. Journey. Ist klar. Okay, ich rennen oder so kann ich nicht mit dem Fall. Ist ja recht. Soll ja nicht immer so säckeln, aber. Interagieren. Statue nach rechts, nach links. Ah, hätte ich das vielleicht können? Okay, also. Rennen kann man nicht. Wir lassen uns jetzt die Zeit, die es braucht. Respektive, ich werde noch genug Zeit haben, während ich bei den Rätseln dann versagen werde. Ui. Nein, nein, nein. Wer kennt die Szene? Nein, nein, nein. Papa Kulikov kannst du nicht fassen. Ich spring zuerst. Wer kennt die Szene? Hm? Kannst du sie? Kannst du sie? Jetzt sind schon zwei Lichtbuddies. Hey, Lichtbuddies! Ich nenne es Lichtbuddies. Früher sind wir noch oft zusammen durch die Straße gezogen. Lichtbuddies und ich. Damals in der guten alten Zeit. Die Statue macht mir irgendwie ein bisschen Sorgen, so ein bisschen. Vor allem dort hinten. Okay. Geburt, ja. Dürfte das so ein bisschen. Für die Taufe wäre es ein bisschen gross. Jetzt hat es auch so ein Lichtding bekommen. Okay. Und der da? Wo hast du deine Hand? Reiss dich zusammen, ey, Kollege. Das ist ja. Ich habe jetzt Taufe gedacht wegen dem Wasser, aber. Okay. Machen wir mal weiter. Was bis jetzt haben wir noch nichts selber irgendwie müssen lösen. Oder bis jetzt erfahren wir eigentlich nur, ob das gut kommt. Tritt in die Flamme. Sie gewährt dir die Macht, die dunkle Welt zu betreten. Nein, das mach ich nicht. Mach ich nicht. Will ich gar nicht. Will nicht. Haben wir nicht irgendwo noch. Der da. Mach ich nicht. Okay. Ja, dann. Ich denke, sonst kommen wir ja nicht weiter irgendwie. Sound ist schon mal herrlich. Passt ein bisschen. Aber wahrscheinlich, wenn wir jetzt in die Flamme gehen und die dunkle Welt betreten. Okay, will ich die dunkle Welt betreten? Errungenschaft freigeschaltet. Willkommen in der Realität. Oh, die ist da hinter mir. Ich lese es amigs vor. The Sojourn heißt das Ding. Bewege dich ein paar Schritte, um zu sehen, wie du die Macht der Flamme verbrauchst. Okay, okay. Und zack, weg ist sie. Okay, das habe ich jetzt schon mal gecheckt. Dann laden wir uns mal wieder auf und gehen wieder ein paar Schritte. Nur, was nützt mir die Macht der Flamme noch? So? Ihr, wollt ihr da nicht weiter? Was mich ein bisschen beunruhigt, ist, dass die zwei Knoblis da vorne bleiben. Weil die haben mir eigentlich bis jetzt in den Weg angegeben. Müsste ich irgendwie die Flamme durch mit hinteren nehmen? Und nachher da wie so ein Leid oder ein brennender Reifen durchkommt. Was ist denn das? Ich frage mich so, ob so im Nachhinein, dann, wenn du ein Spiel durch hast, wieder alles so in den Sinn geht, so, aha, ja, das wäre natürlich der Reifen von Gulab Gadur gewesen. Ja, oder so. In unserer Vorstellung ist die Welt zuerst wie ein Gemälde voll unbekannter Farben und Eindrücke. Und am Schluss ist sie ein Malen nach Zahlen. Ich bin immer noch voll Fan, dass ich mich da einblenden und ausblenden. Sorry, passt nicht so zur Stimmung. Aber ist gleich recht amüsant gewesen. Ja, also bis jetzt haben wir die Rätsel recht gut gelöst, finde ich. Bin aber gespannt, was jetzt kommt. Entdeckung.
bis jetzt sind die Rätsel noch eher weniger Rätsel gewesen, sondern mehr so ein Learning-Video, wie drücke ich W zum Vorwärtskommen. Ich denke aber nicht, dass das Kernaussage vom Spiel sein wird, wenn du vorwärtskommen, drück W. Jetzt, da ist doch alles sehr leicht. So, jetzt, da sieht es wieder normal aus. Schon geil, nicht wahr? Dort hat es wieder Flambis. Erstes Licht. Ich denke, jetzt geht es dann los. Wahrscheinlich bin ich am Game zu nahe getreten und... Okay, man kann also runterfallen. Kleiner Fakt. Man kann runterfallen. Das sollte ich vielleicht nicht machen. Erstes Licht. Wahrscheinlich, ich habe schon vorher sagen, wahrscheinlich bin ich am Game zu nahe getreten und jetzt macht es mit dem ersten Rätsel einfach schon mal... Und immer noch die verbundenen Augen. Wieso die verbundenen Augen? Nur das Kitty ist bereit. Und sind immer noch... Sind immer noch... Hey, rechter Trapezmuskel da oben. Und der Latissimus ist einfach... Also Weltklasse trainiert bei dem Herr. Was läuft? Bestimmte Plattformen und Wege erscheinen nur in der dunklen Welt. Okay, Moment, schnell da oben laufen, dann verschwindet das jetzt wieder. Oder? Ach, okay. Also in der dunklen Welt können wir da drüber reinlaufen. Aber wir müssen auch ein gutes gehen. Wupp. So. Sehr gut. Erstes Rätsel. Check. Gell, Guni? Ist gut gewesen. Danke. Apropos Lebensweisheit. Noch ein Bettmümpfeli. Nein. Und dann ist du aus. Schluss, die Bus. Nein, das war nicht Lebensweisheit. Es war mehr so. Ah, jüss, es geht. Die Jungen sollen doch. Die Jungen sollen. Ja, die Jungen, oder? Die Jungen, du. Zum Glück sind wir noch alle so jung. Tausche Plätze mit dieser Statue. Du kannst nur erweckte Statuen verwenden. Tritt in die Flamme, um sie zu erwecken. Ha. Plätze tauschen. Zack. Ah. Okay. Okay. Ah. Okay, also wenn wir im Flambi reingestampft sind, das ist übrigens nicht die Hyperbiorese, das Lagerführer steht und so, ist einfach nicht so geil. Die Statue wurde nicht erweckt. Okay, also zum Statue erwecken wir müssen ins Feuer rein. Und dann können wir mit der Statue Plätzli duschen. Plätzli. Alright. Ich gehe in die Ecke. Okay, dann lass den Neugier. Neugier hat dich doch zum Rayman in die Rappelkiste gebracht. Also das passt ja perfekt. Okay, also jetzt geht's dann glaub langsam aber sicher. Du kannst die Statue beliebig versetzen, indem du mit ihr Plätze tauschst. Die Flamme wird dabei nicht verbraucht. Hä? Plätze tauschen? Plätze tauschen? Ah, dann kann ich jetzt eigentlich auch da sagen, Plätze tauschen und dann ist sie dort. Ah, okay. Okay, I got it. Mal so. Gehen wir wieder aufs Feuer. Zack. Dann darf man da. Ja, okay. Das erste Rätsel. Ah, ich habe jetzt wirklich gerade gecheckt. Was für ein guter Start. Wenn zum Feuer hin da vorne laufen, wäre es zu weit gewesen. Da haben wir müssen. Ja, okay, die Statue da vorne ziehen. Alles klar. Wow, das wird noch richtig deftig, glaube ich. Fast wie Pommaschi aus dem Ofen. Okay. Anne? Fair. Weiß nicht, was das heißt. Das kenne ich nicht. Okay, jetzt erstmal schauen. Da alles safe, aber von dort unten. Da müssen wir eine Statue haben, weil sonst ist der Weg zu weit. Zack. Und jetzt können wir eigentlich ist da wieder, also wir können so Wege überspringen. Oder? Zack, und da sind wir schon da unten und haben aber noch volle Feuerkraft. Back. Und jetzt da eigentlich das gleiche wieder. Wieder retour, da sind wir wieder aufgefüllt. Okay, ich glaube, ich habe das Spielprinzip so ein bisschen verstanden. Was jetzt natürlich blöd gewesen wäre, wenn es da zwischen deinen das Feuer ausgegangen wäre, dann wären wir eigentlich geliefert gewesen. Aber ich glaube so habe ich es ungefähr begriffen, wow, das
Stell mir vor, dass das noch enorm komplex werden wird. Oh, da haben wir jetzt aber neue Sachen. Statue. Ein kleines Hindernis für die Menschheit. Was haben wir da? Das ist irgendwie nichts. Ich möchte die Statue mal dort rein tun. Ich weiß nicht. Okay, was bedeutet das? Das dunkle Tor bleibt offen, solange eine Statue auf dieser Plattform steht. Alright. Machen wir so. Und dann so. Und jetzt kommen wir da durch. Okay. Okay, das tut nochmal eine Schwierigkeitsgrad weiter auf. Oh, ich habe Angst, dass das richtig, richtig derb wird. Und ich sehe euch schon wieder vor dem Bildschirm hocken und so. Nee, er ist so blöd. Das liegt in den meisten Fällen aber wirklich daran, dass es so ist. Ein simpler Kniff. Zack. Ah, mag das her? Ja, das mag. Gut. Zack. Jetzt haben wir irgendwo. Wenn ich jetzt da auch fertig bin, dann bleibt das Dorio gleich offen. Dann nehmen wir da aber gleich noch ein Feuer mit. Ah, jetzt geht's doch schon los, oder? Jetzt da lange das Feuer nicht mehr. So. Okay, jetzt müssen wir also. Ha. Okay. Okay, also zuerst brauchen wir mal die Statue da. Dass wir überhaupt nicht raufkommen, oder? Ich habe es jetzt aber noch nicht ganz zu Ende gestudiert. Weil jetzt bleibt ja das zu. Wir haben ja keine zweite Statue. Ah, so. So, ja. Okay. Okay. Ja, ich sehe, dass es dürfte. Das dürfte noch ziemlich happig werden. Wow. Was habe ich mir da wieder eingebrockt? So schön. Gefällt mir aber schon mal ziemlich gut auf den ersten Blick. Das Ambiente ist echt geil. Sound ist cool. Und die Art und Weise von Rätsel ist etwas Neues. Durch die Schatten. Okay, also, da hinten brauchen wir nachher. Wir tun sie mal zuerst hier. Dann ist hier offen. Dann gehen wir durch. Ist da fast Pappe vorne her? Holen wir die dazu. So. So würde ich mir das. Okay, wir können auch durchs Tor durch. Das ist schon mal günstig. So. Okay. Jetzt läuft es noch nicht so schlecht. Aber ich habe wirklich die grosse Sorge, dass das noch ziemlich happy werden dürfte. Hui. Yeah. Sonnenschutz. Das ist auch wichtig. Gut eingreifen. So. Das Band. Okay. Ich sage es immer falsch. Aquädukt. Irgendwie. Aqua wäre ja eigentlich Wasser, vor allem wenn es Aquädukt sein. Und die ersten Zaubertricks gelernt. Ah nein, jetzt kommt er auch so. Nein. Er hat übrigens seine Augen nicht. Jetzt können wir dort die Augenbinde über, wie wenn das irgendwie so. Was ist das echt? Hui! Abkürzung! Yeah! Tada! Nochmal Abkürzung. Hui! Oh, okay, das war knapp gewesen. Ich sollte aufhören mit Freestyle 360 Headshots in so einem Spiel. Konsonanz. Das ist eine Harfe. Yeah. Mit dieser Statue kannst du umliegende Brücken vorübergehend reparieren.
vorübergehend. Ah, aber nur so lang. Okay. Und das auch in der nicht dunklen Seite. Okay. Das ist gut zu wissen. Okay, wir sind schon bei 20 Minuten angelangt. Und unsere Lichtbuddies werden immer grösser und sehen ein bisschen aus wie Quallquapp. Sagen wir Quallquapp. Und bevor wir da durch die nächste Tür durchgehen, würde ich sagen, machen wir da mal schnell einen Schnitt. Das passt irgendwie sonst nie so drin, da man nicht denkt, jetzt nehme ich es mal rein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs dabei sein bei dieser ersten Folge, The Sojourn. Wäre cool, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei wärt. Bis dahin, bleibt sauber, macht keinen Scheiß und ciao.